haben uns jetzt beratschlagt, so circa 10 Minuten, und eine Lösung gefunden, die wir beide super finden und die sicherlich auch funktionieren wird. Wollen wir mal loslegen mit der Tour? Okay, wir fangen vorne an. Auf der linken Seite staurogyne Rebhens. Wir haben euch hier der Übersicht halber einfach mal die Verpackung dieser Invitros mit reingepackt. Also wir haben hier staurogyne Rebhens, dahinter steht Rothalla Bonsai. Hier vorne, weil du die so schön fandest und ich denke, die passt da super hin als Eyecatcher, die Alternantera Mini. Dann wollen wir natürlich skurril weitermachen mit Eriocallon Cinereo. Ich liebe Eriocallons, wunderschöne Pflanzen. So, hinten rechts geht es gleich weiter mit den Helantium Quadricostata. Das ist quasi wie eine Tenellum, nur in etwas breiter und größer. Die wird im Endeffekt wahrscheinlich so 10 cm hoch werden, ohne Ende Ausläufer bringen und macht hier diese komplette Fläche voll. Also wir haben hier auf dieser Seite quasi eine etwas höhere, aber ziemlich homogene Wiese. Und es wird so ein Dreiecks-Layout werden. Also der Bereich wird generell flacher bleiben und hier hinten soll alles voll wachsen. Und da haben wir uns für drei verschiedene Pflanzen entschieden. Und zwar welche, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Wir haben die Rothalla Hara auf der Seite. Also ich weiß jetzt nicht, links, rechts, je nachdem von wo du guckst. Auf jeden Fall hier nah am Weg. Dann haben wir als Kontrast dazu ein großes, runderes Blatt. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich finde die super, die Bacopa caroliana. Und dann haben wir Myriophyllum matogrossense, ein 1000-Blatt, weil das nochmal einen komplett anderen Akzent reinbringt. Erstens mal die Farbe und zum Zweiten auch die Struktur vom Blatt sieht sehr variabel aus. Der Stängel sieht richtig holzig aus, gell? Er ist auch ziemlich hart. Und auf die Wurzel haben wir entschlossen, wolltest du die Pinnatifida machen, ne? Ja. Zwischen Himmel und Hölle immer mit dieser Pflanze. Ja, die wird halt auch wieder komplett ausrasten. Also ich habe sie bei mir rausgeschmissen aus dem Becken. Die ist wirklich so dominant, die wächst überall hin. Und also aber du kannst sie schön kurz halten. Wenn du die Pinnatifida neigt immer dazu, einen ziemlich stabilen Langtrieb zu bekommen. Und dann kommen halt auch viele Seitentriebe. Wenn man die langen rausschneidet, geht halt die Kraft in die Seitentriebe. Was ich noch bei dieser Pflanze ergänzen möchte, also ich experimentiere mit der Pflanze schon seit vielen Jahren, seitdem es die gibt, ich glaube seit 2010. Ja, sie wächst auf Hardscape fest. Sie wächst auf Holz und sie wächst auf Stein und sie wächst auch eingepflanzt. Man wird aber mit der Zeit immer, und das habe ich jedes Mal wieder festgestellt, irgendwann mal kleine Löcher in den Blättern finden. Und das ist bei Hygrophila ein typisches Symptom, also generell bei allen Hygrophilas für einen Kaliummangel, diese sogenannten Pinholes. Da gehen wir in unserem Düngervideo demnächst auch nochmal drauf ein. Das ist eine Sache, trotz ausreichender Kaliumdüngung übers Wasser, die ich immer wieder festgestellt habe. Irgendwann will die Pflanze wirklich im Boden wurzeln und dann gedeiht sie auch besser. Also mich hat noch keiner irgendwie überzeugen können, dass das halt dauerhaft anders ist. Die meisten pflegen die nicht so lange, aber wenn man es wirklich über viele, viele Monate macht, wird das passieren irgendwann. Und deswegen, wir packen die jetzt hier drauf. Du hast ja gesagt, das ist eine wechselnde Ausstellung. Wir werden dieses Becken sicherlich nochmal irgendwann umgestalten. Ja. Aber ich sag mal so, das nächste halbe Jahr brauchen wir uns hier keine Gedanken machen. Das wird funktionieren. In der Zeit wird die Pflanze sicherlich gut wachsen. Und die packen wir dann hier drauf. Moose würde ich gerne auch verwenden. Das machen wir aber als kleine Akzente, wie ich vorhin schon angedeutet habe, gebundene kleine Steine, die wir so dazwischen setzen. Das bringt dann noch dieses Tüpfelchen auf dem i, die Kirsche auf der Torte. Und man kann zum Beispiel auch eine große Fläche auf einer Wurzel so viel einfacher mit Moos bebinden. Also nicht bebinden, weil wir können sie ja nicht bebinden, sondern das Moos greift dann halt irgendwann über und wächst weiter. Das geht aber nur mit Moosen, die auch wirklich anwachsen und die Rhizoiden ausbilden. Moose haben wir uns gar nicht ausgesucht. Habe ich aber gesehen, du hast Christmas-Moos da und das macht das. Spiky funktioniert nicht. Das haftet sich nicht fest. Also Ricardia geht super, Christmas-Moos geht super, Pilo-Moos geht super. Krabi-Moos funktioniert, selbst Flammenmoos funktioniert, das löst sich aber irgendwann wieder. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier nehmen. Vielleicht nehmen wir zwei Sorten. Keine Ahnung. Aber ich denke, das ist erstmal ein Layout, mit dem können wir beide gut leben, oder? Ja. Pflanzen wir los, oder was? Wir pflanzen los, dass wir heute hier nochmal irgendwie. Wir zeigen das jetzt aber nicht in epischer Breite. Wir haben schon so oft gezeigt, wie man pflanzt, wie man Pflanzen vorbereitet. Genau. Ich stelle jetzt die Kamera ein bisschen näher, dass wir vielleicht einen Zeitraffer hinkriegen. Oder ich du kannst ja mit deiner Zweitkamera einfach filmen und dann machst du einen Timelapse draus. Irgendwie so. Mal gucken, wie ich es verarbeite. Für euch ist, glaube ich, das Endergebnis eh interessanter. Also dann, legen wir los. Gut, ciao.
Tja, Endspurt, würde ich sagen. Also alles hat so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Pflanzen sitzen an Ort und Stelle. Wir haben die Pinnatifida jetzt noch verteilt. Und jetzt kommen die Feinheiten. Jetzt bebinde ich gerade kleine Moossteinchen. Also aus dem Bruch, den wir da noch liegen haben, machen wir jetzt quasi die Details. Und die kommen jetzt an ein paar taktisch kluge Stellen. Zum Beispiel hier so zwischen die Steine. Das fügt sich dann am Ende schön ins Gesamtbild ein. Gut, jetzt will er nicht so, wie ich das möchte. So zum Beispiel. Oder man könnte es theoretisch auch, wie ich es jetzt eben gemacht habe, auch unten liegen lassen. Das wäre auch egal. Das Moos wächst drüber und wächst dann an. Ich bereite jetzt noch ein paar vor und packe die dann in diese ganzen Ritzen und Ecken rein. Und dann schauen wir mal, wie das dann am Ende wirkt. Auch das soll ja nicht symmetrisch sein, sondern alles irgendwie schön verteilt. Und vor allen Dingen wollen wir ja nicht, dass das Zeug von hier nach da fällt. Ansonsten, wie gesagt, die Pflanzen, so wie das alles geplant war, die sitzen jetzt da. Ziemlich genau ging das auch von der Menge her auf, wie wir uns das überlegt haben. Das wird eher ein flacherer Bereich, das wird alles eher höher. Also wir haben quasi ein Dreiecks-Layout am Ende. Ach so, und hier oben, da haben wir jetzt schnell noch ein Loch durch die Wurzel gebohrt, um die Pinnatifida mit dem Kabelbinder festzumachen. Die zwei klemmen nur drin. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Da brauchen wir nichts kleben und nichts binden. Hier haben wir jetzt hier auch hingebunden. Oder reingeklemmt, weil wir natürlich hier noch eine harte Kante von der oberen Wurzel haben. Wird aber nicht lange dauern, dann wachsen hier Triebe rüber. Dann würde man diese harte Kante nicht mehr sehen. Und genauso, das ist unsere Überlegung. Genau, das fällt dann auch nicht mehr auf. Das fällt dann auch nicht mehr auf, wenn man dann hier diese... Ist halt nicht gleich vom ersten Tag immer schon so, wie man es möchte. Man muss immer ein bisschen Fantasie mitbringen, wie das Becken vielleicht auch in 2-3 Monaten aussieht. Muss man beim Aquascaping immer, ihr müsst, wenn ihr das macht, sehen, wie das Becken morgen aussieht. Also morgen im übertragenen Sinne. Nicht morgen, sondern später, in Zukunft. Morgen wird es hoffentlich erstmal klar sein. Das denke ich. Und alles Weitere ist dann auch erstmal egal. Genau. Ich baue jetzt, wie gesagt, noch ein paar Details hier rein. Und dann filmen wir am Ende nochmal, wie das Ganze dann ja, aussieht, wenn das Wasser voll ist und der Filter vielleicht sogar läuft. Ja. Und hier habe ich schon die neuen Lampen liegen. Und wie wir es jetzt auch besprochen haben, vorne und hinten eine Natur und in der Mitte eine RGB. Und dann werden wir mal sehen, wie das aussieht. Wir werden sie jetzt erstmal nur oben auf das Glas legen, weil ich mir dafür erstmal eine Hängekonstruktion bauen muss. Da wir die ja nicht dreifach mit 3 Seilen abhängen, das wird ja nie gerade, muss ich mir irgendwie einen Rahmen bauen, wo ich die dann montiere, den ich dann abhänge. So ist der Plan. Okay. Jetzt hat man wieder alles... Viel länger gedauert, als wir das erwartet haben, aber das Becken steht, Bepflanzung ist drin und wie angekündigt, die neue Beleuchtung ist auch drauf. Das haben wir jetzt ganz spontan in einer Hauruck-Aktion umgebaut, das Ganze. Das wird aber so nicht bleiben, ne? Du willst das Ganze abhängen. Ja, muss. Das sieht ja irgendwie... Es sieht jetzt instant aus. Kompakt, ja. Und... Es ist ja. Instant, also es ist wie eine Abdeckung. Ja. Und vor allen Dingen, Pflege ist nicht wirklich möglich. Also Wasserwechsel oder so wäre jetzt mit einem Riesenaufwand verbunden. Genau. Du musst aber wahrscheinlich, also ich sehe, hier sind Löcher drin. Ja, das ist dann auch für den normalen Genau, zum Seilzug. Abhängen. Du kannst das Ganze aber mit einer Aluleiste verbinden genau, und die dann abhängen. Genau, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Ja. So, wir haben jetzt, wie angekündigt, hier die zweimal die Standard-LEDs, also diese Natur-LED und haben sie auf kalt-weiß, also 6700K eingestellt und zu gleichen Anteilen rot, grün und blau. Also eine Effekt ist dabei und zwei normale. Und die Effekt in der Mitte macht auch Sinn, weil da ist natürlich das wenigste an Pflanzen und die Hygrophylla wird richtig gut aussehen unter dieser RGB-Beleuchtung. Vorne und hinten ist es hell, genauso wie der Plan war. Der Filter ist jetzt auch angeschlossen. Ein Kabelschacht kommt auch noch dran, das willst du aber dann alles morgen machen. Genau, es ist jetzt, wie gesagt, echt schon wieder viel, viel später geworden, als wir erwartet haben. Eine Sache fehlt jetzt aber noch, und zwar packen wir jetzt noch einen CO2-Ausströmer rein. Wir haben uns dafür einen Neodiffusor, wen hätte es gewundert, entschieden, und einen CO2-Dauertest. Die CO2-Menge habe ich jetzt hier schon eingestellt, also das blubbert jetzt die ganze Zeit schon vor sich hin. Und jetzt kommt noch der Diffusor drauf, weil so bringt die ganze Aktion natürlich hier überhaupt nichts. Und jetzt werde ich mal aus dem Vollen schöpfen und mir aus eurem Sortiment beides herausnehmen. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier rum. Okay. Ich mache erstmal wieder die Heizungstür zu. Dazu ist es zu laut. Ja. So, und ich entscheide mich jetzt
für den mittelgroßen Neodiffusor. Und wir haben auch noch genau einen da. Was für ein Zufall. Ich habe den Karton noch nicht eingeräumt. Ich hatte bloß da eine Lücke und da habe ich den schon mal hingehangen. Gut, dann nehmen wir diesen einen. So, ja. Und einen Dauertest wollen wir noch reinbauen. Dann nehmen wir einen Orb-Checker, würde ich sagen. Oder willst du einen Orb-Checker nehmen? Diesen nehmen. Achso, eine Glasüberführung. Ja, das ist, glaube ich, ganz nice. Ein Preisetikett. Die müssen noch. Die Wand ist ganz neu. Oder wollen wir den langen nehmen? Dann sind wir aber so festgefahren, wo wir das dann hinmachen müssen. Na, wir können den Neodiffuser auch in die Mitte vom Becken hängen, wenn du das willst. Ja, dann haben wir, glaube ich, einen cleaneren Übergang. Dann machen wir das so. Dann hänge ich die U-Pipe wieder hin. Ja, und einen Dauertest brauchen wir auch noch. Willst du einen Drop-Checker nehmen oder willst du einen Orb-Checker nehmen? Was findest du denn besser? Naja, ich verwende halt die Orb-Checker ganz gern, aber wir müssen ja bei dir im Laden nicht genau dasselbe machen. Ja, ich hab gerade überlegt, weil ich in unserem Pflanzenbecken in der Anlage, da habe ich die schon hängen. Na, dann nehmen wir jetzt auch einen Orb-Checker. Ja. Wir nehmen den Nano und nicht den Pico. Also es gibt drei Größen von den Teilen. Ich finde die sehr, sehr schön. Ich mag die auch gern. Ach komm, lass liegen. Okay. Halt. Ja, wir brauchen noch Indikatorlösung. Guck mal, da oben habe ich dir was oben hingelegt. Ja. Gelegt. So, das ist aber zu viel. Also so viel brauchen wir nicht. Ein Päckchen nehmen. Ein Päckchen nehmen wir. Gut, dann lege ich das andere einfach wieder hin. Und wir nehmen die CO2-Indikatorflüssigkeit von JBL. Ja. Fangen wir an mit dem Diffusor. Ich sage meinen Kunden eigentlich auch immer, dass dieses Teil am allerbesten funktioniert, wenn man es im Wasser einweicht vorher, weil diese Membran, wenn die sich vollgesaugt hat, funktioniert sie besser. Der Neodiffusor ist aus Acryl, also ist auch nicht so ein sensibles Teil wie die aus Glas. Sieht man aber eigentlich gar nicht. Sieht man kaum, ne? Und dann nehmen wir, jetzt wäre natürlich cool, wenn du noch ein ganz kleines Stück transparenten Schlauch hättest, wegen des Übergangs. Wir können Silikon und das ist scheiße. Oh, Entschuldigung. Gut, dann nehmen wir den jetzt. Nehmen erstmal den und ich werde mir klar mitbestellen bei Aquasavi. Also ich verbinde jetzt den Diffusor mit dem Übergang, mit einem kurzen Stück Schlauch. Wie gesagt, das sieht halt schon schicker aus, wenn man dann halt transparenten nimmt. Und außen geht es dann auch weiter. Und das Teil hängen wir in die Beckenmitte, das dürfte auch reichen. Aber weil die Filterströmung. Ich habe es jetzt einfach nur zum Zeigen einfach mal hier gemacht. Wenn ich einen Kabelschacht habe, ich will ja hier noch, vielleicht gibt es morgen mal eine Insta, werde ich hier noch einen Kabelschacht hinmachen. Das ist, nimmt zwar ein bisschen was weg, aber ob man jetzt die Schläuche sieht oder hier einen weißen Kabelschacht. Aber ich würde es für einen Moment vielleicht zum Installieren wirklich lieber auf die Seite bauen. Du kannst es ja ohne Probleme umhängen. Ja. Das ist ja kein Thema. So, jetzt machen wir mal einen Cut, weil ich brauche nämlich freie Hände. Und wenn ich damit fertig bin oder du filmst es einfach nebenbei, dann installieren wir das Ganze. So machen wir es. Das ist jetzt die Installation. Frankfurter Applaus, kennst du das? Ja. Okay, weiter geht's. Okay, das ist jetzt die Installation und die ist sehr, sehr unauffällig, natürlich jetzt durch diesen schwarzen Schlauch, aber du hast ja gesagt, du bestellst jetzt noch Transparenten und jetzt schauen wir mal, ob das alles funktioniert, weil manchmal, wenn der Schlauch nicht hundertprozentig dicht sitzt, dann blubbert auch mal ein bisschen CO2 daneben. Das wird jetzt hier hoffentlich nicht der Fall sein und es müsste jetzt eigentlich auch ziemlich zeitnah losgehen, weil sich der Druck aufbaut in diesem Teil. Ich habe ja letztens schon die Diffusoren an den anderen Becken installiert und der Schlauch ist immer wieder abgesprungen. Ne? Ja, wenn du viel Druck drauf hast, passiert das. Guck mal, was jetzt passiert. Und das Verrückte ist, das hattest du mir gezeigt, du hast einen Wasserkocher genommen, dass den Schlauch einfach in das heiße Wasser vom Wasserkocher gehalten und konntest das echt tief draufziehen. Ja, genau, und dann hält es auch dicht eigentlich. Dann machst du das 20 Jahre und dann zeigst du mir, dass das so einfach gehen kann. Ja gut, ich mache das halt häufiger und bin da irgendwann mal drauf gekommen. Früher hatten wir dann immer ein Feuerzeug drunter gehalten. Hätte ich auch gemacht, bin aber nicht Raucher. Ja, ich auch nicht. War nicht so schnell aufzutreiben. So, schaut mal, was jetzt passiert. Das ist völlig normal am Anfang. Denn, wie gesagt, die Membran ist noch nicht komplett durchlässig und jetzt bahnt sich das CO2 halt irgendwie unten seinen Weg und vor allen Dingen vereinen sich dann viele kleine Blasen. Das wird morgen aufhören oder spätestens übermorgen. Dann kommen halt wirklich viele, viele kleine Blasen. Aber das ist jetzt momentan noch normal. Genau. Also man könnte jetzt meinen, die Scheibe funktioniert nicht.
Die Scheibe ist quasi auf das Kunststoff geklebt und das CO2 sucht sich jetzt den Weg des geringsten Widerstandes und geht jetzt erstmal da raus. Oder das hört dann auf. Wie gesagt, nach ein, zwei Tagen kommt das dann wirklich über die komplette Membran auch an der Seite raus. Also das funktioniert an sich wirklich gut und ich bin mit den Dingern mega zufrieden. Also ich benutze die auch schon seit einer ganzen Weile. Ja, und wie man sieht, jetzt ist schon relativ viel feiner Nebel da und der wird jetzt direkt von der Strömung nach unten gedrückt. Also das können halt nur diese Neodiffusoren. Also ich habe schon viele ausprobiert, aber die Dinger haben mich jetzt auch überzeugt. Ich hatte ja auch einen, war jetzt am Anfang echt unzufrieden, weil der echt laut war und gezwitschert hat. Ja, denn die Glasdinger sind ja noch viel lauter. Die im Laden, die machen wirklich keine Geräusche. Also manchmal greift man vielleicht auch einfach. Montagsgerät. Genau. Ja. Da hatte ich wirklich mal einen, der nicht so toll war. Aber das hast du bei dem Glas auch. Ja, und da ist es vor allen Dingen auch so, dass es auch ungleichmäßig rauskommt. Das ist beim Neodiffusor nie der Fall. Die Menge, die rauskommt, ist immer schön verteilt, jetzt abgesehen davon. Ja. Aber vielleicht hattest du mal einen, der irgendwie doch Geräusche gemacht hat. Aber das kann man von 99% aller Glasdiffusoren definitiv sagen. Die machen immer Geräusche. Super. Nächster Take wollte ich sagen, aber ja. Machen wir gleich rein. Okay. Jetzt kriegt man mit, dass wir schon einige Stunden hier gestanden haben. Ja, mehrere. Viele. So, das ist der Ob-Checker. Wir werden euch demnächst ein ausführliches Video zum Thema CO2-Tests und Veränderungen der Farbe bringen, weil es gibt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man vielleicht irgendwie eine Fehlmessung haben könnte oder ja. Der Meinung ist, das Wasser ist nicht gesättigt genug und so weiter und so fort. Das ist aber ein separates Video wert. Das möchten wir auf jeden Fall ordentlich ausarbeiten und euch auch Vergleiche zeigen. Jetzt bauen wir das Ding einfach nur ein. Also Prinzip dahinter, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Gut, die Bank, die hält jetzt nicht. Dieses Teil ist natürlich so rum im Aquarium. So, hier ist die Testflüssigkeit drin, die hat einen genormten, ja, wie gesagt, wir machen es jetzt gar nicht so kompliziert. Hier ist eine Testflüssigkeit drin und die Testflüssigkeit färbt sich um, wenn das Wasser gesättigt mit CO2 ist. Und hier drin ist ein Luftpolster und dieses Luftpolster fängt CO2-Bläschen im Wasser auf und wenn das natürlich mehr mit CO2 gesättigt ist, verfärbt sich diese Flüssigkeit. Die ist, wenn man sie reinfüllt, immer blau und das Ziel ist, sie soll satt grün werden. Was sie nicht werden soll, ist gelb, dann wäre es zu viel. Manchmal funktioniert das hier besser, manchmal funktioniert das nicht so gut, dann ist die andere Möglichkeit einfach eine Pipette zu nehmen oder man macht es einfach so. Denn wir wollen ja hier die Flüssigkeit reinbekommen. Hast du schon mal probiert, das Ding sauber zu kriegen und die alte Flüssigkeit rauszukriegen? Ja, mit einer Pipette. Ja, geht wirklich nicht anders. Das wird man sonst irre. So, also das ist der Sinn der Sache. Jetzt machen wir aber noch ein bisschen mehr rein. Das passt so. Machen wir noch einen kleinen Schluck. Menge spielt keine Rolle, aber ich denke, optisch ist es am schönsten, wenn das Ding so halb voll ist. Ja. Gut, und den packen wir jetzt hier vorne links hin, weil hinten rechts ist der CO2-Ausströmer. Packen wir das Teil natürlich direkt drüber und es würden viele Blasen aufsteigen. Ja, betrügen wir uns selbst und der misst permanent falsch. Ja, spart aber CO2. Ja, das ist schon. Aber die Pflanzen leiden auch. So, jetzt hängt diese schöne Kugel hier drin und ich richte sie mal einigermaßen gerade aus. Ja, meistens in der Nähe von der Wasseroberfläche macht man das eigentlich immer, allein schon aus optischen Gründen. Klarer Sauger ist zwar immer sehr schön, der wird aber weiß. Und man muss relativ schnell tauschen. Ein Tukautschuk würde wesentlich länger halten, aber unschön sein. Das stimmt. Eine Sache noch zur Flüssigkeit, die hält jetzt ungefähr 4 Wochen. Also alle 4 Wochen spätestens sollte man das austauschen. Warum? Es gibt meistens Kondensation da drin und dann kann, wenn da Wasser kondensiert, die Flüssigkeit sich verfärben und dann halt einfach nicht mehr aktuell anzeigen oder akkurat anzeigen. Was ich auch schon hatte, wenn das kontaminiert ist mit Meerwasser, also nicht mit Meerwasser mit Doppel-E, sondern EH, also wenn da etwas Wasser drin ist, da reicht nur ein Tropfen zum Beispiel nach dem Saubermachen, dann wird die Flüssigkeit sofort weiß. Also sie verfärbt sich dann nicht mehr. Man muss, wenn man diese Flüssigkeit wechselt, das erklären wir euch auch in dem Video, wirklich das Teil innen trocken haben und dann funktioniert das. Gut, alles installiert. Projekt ist abgeschlossen. Wir haben das neue Schaubecken jetzt stehen. Wie lange hat es gedauert? Wann warst du? 9.30 Uhr warst du da? Mhm. Jetzt ist es 16 Uhr. Wir haben mit dem frühen Nachmittag gerechnet, ne?
Gut, jetzt ist es der späte Nachmittag, aber es kamen wie immer einige Zwischenfälle dazu und wir haben das mit dem Licht beschlossen. Das Hardscape stand noch nicht fest. Ich habe mir im Vorfeld auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie wir dieses Becken einrichten. Du hast nur gesagt, komm, wir machen das jetzt. Die Käfer waren dran schuld. Die Käfer waren schuld, ja. Käfer, das blendest du am besten zum Schluss nochmal ein. Ich mach da mal. Genau. Wir haben ein paar fancy Käfer jetzt bekommen. Ja, und die faszinieren mich ohne Ende. Also ich liebe Insekten und deswegen hat es wieder etwas länger gedauert. Egal, das soll euer Problem nicht sein. Wir haben euch jetzt hier Step by Step gezeigt, wie man Sand und Zoll einfüllt, dass es am Ende kein Durcheinander gibt, dass das Ganze relativ clean abläuft. Wir haben das Becken bepflanzt, wir haben das Hardscape ausgewählt, wir haben die CO2-Anlage angeschlossen und noch spontan eine andere Beleuchtung eingebaut. Ja, es war mal wieder ein Projekt, diesmal bei euch im Laden. Sonst findet ja sowas oftmals bei mir statt, aber wir wollen ja einfach auch fair das Ganze ausgleichen und du sollst auch deinen Support bekommen. Gut, das Becken steht. Und wir haben euch jetzt hier in diesem Video wieder einige Produkte vorgestellt, die ihr bei euch im Laden und auch bei uns im Laden kaufen könnt. Wir wissen aber auch, sehr viele unserer Zuschauer kommen gar nicht aus dieser Ecke hier. Also wir sind ja hier in Gotha oder sonst in Arnstadt, was ja ziemlich zentral in Thüringen liegt. Und unsere Zuschauerschaft ist mittlerweile sehr groß gewachsen. Wir finden das mega cool. Wahnsinnig viele neue Abonnenten, wir kriegen super viele tolle Kommentare und wir lesen auch immer wieder, das ist schade, dass wir nicht so einen tollen Laden bei uns in der Ecke haben oder unser Zoohändler hat halt diese Auswahl nicht oder diese Fachkompetenz nicht. Wir finden das einerseits schade und andererseits, wir wissen das auch, wir wissen, nicht jeder lebt dieses Hobby und ja, für einige von euch, wenn ihr doch mal vorbeikommen wollt, ist es eine relativ weite Anreise. Und wir hatten auch schon viel Besuch von weiter her. Das ist richtig toll, das freut uns auch sehr, das motiviert auch sehr. Und es ist auch immer interessant, mal zu erfahren, wo so unsere Zuschauer herkommen. Und ja, wir würdigen das sehr, wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über jeden, der eine weitere Anreise mal in Kauf nimmt, um halt sich diese Läden anzuschauen. Wir sind relativ nah beieinander, also es macht schon Sinn, sich dann beide anzuschauen. Wenn ihr das mal tun wollt, meldet euch am besten vorher an, denn du und ich, wir sind auch nicht immer bei uns im Laden. Und wir wissen aber auch, und deswegen habe ich diese ganze Sache jetzt angesprochen, einige von euch haben halt diese Auswahl nicht vor Ort. So, und ihr bestellt euch diese Sachen übers Internet. Wir supporten in all unseren Videos den Fachhandel und wir freuen uns, wenn der Fachhandel in Deutschland eine sehr hohe Qualität bekommt. Nicht nur in Deutschland, auch im deutschsprachigen Ausland, also Österreich, Schweiz haben wir auch Zuschauer. Und wir wissen aber auch, ihr habt nicht immer solche Läden vor Ort und ihr bestellt euch eben Sachen auch im Internet. Klar, unsere maßgebliche Intention hier ist, den Fachhandel zu stärken. Und wir hoffen natürlich und wissen das auch, dass sich auch Fachhändler unsere Videos anschauen und wir damit vielleicht, und das ist auch unser Ziel, dein Ziel und mein Ziel, wir wollen die Qualität des Fachhandels in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum definitiv heben. Wir wollen Anreize geben, wir wollen Inspiration geben. Es gibt viele gute Zoofachhändler. Natürlich, man merkt sich immer nur die schlechten. Viele, die negative Erfahrungen haben, schreiben auch gerne, gibt aber auch genug wirklich gute Zoohändler. Es gibt gute Zoohändler, ja. Auch die diese erwähnten Produkte im Sortiment haben. Genau, ja, genau. Und wir wollen die Sache supporten. Wir wollen generell einfach schauen, dass wir vielleicht wir zwei einfach durch unser Hobbyprojekt Aquadicted eventuell die Zoohandelslandschaft auch in Deutschland oder eben im deutschsprachigen Raum positiv beeinflussen können. Und das ist unser großes Ziel. Natürlich, wir arbeiten hauptberuflich in unseren Läden. Wir haben da sehr viel zu tun und das ist auch immer unsere Hauptpriorität. Und wir wollen natürlich auch die Möglichkeit geben, das Ganze auch für euch insofern erfahrbar zu machen. Also ihr sollt von unserem Fachwissen profitieren, auch wenn ihr nicht um die Ecke kommt. Und wenn ihr dann aber zum Teil Zubehör, was wir hier in den Videos ansprechen, im Internet bestellt oder im Internet kauft, dann vielleicht, weil ihr einfach die Wahl vor Ort nicht habt oder die Auswahl, ihr habt den Laden nicht oder ihr habt überhaupt keinen Laden in der Nähe, der das führt. Wir haben für euch natürlich trotzdem, also ihr könnt die Produkte, wie gesagt, bei dir und bei mir kaufen und wir haben euch trotz alledem jetzt mal in die Videobeschreibung ein paar Links eingefügt zu diesen angesprochenen Produkten und wenn ihr sie über den Link beziehen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr unterstützt uns damit auch. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, euch mal bei uns persönlich in den Läden zu sehen, denn das Flair ist halt doch ein anderes, als einfach nur die Videos zu schauen. Also wie dem auch sei, wir bieten euch hier mehrere Möglichkeiten und danken euch auch wieder diesmal fürs Zuschauen, für eure Geduld. Ich weiß gar nicht, wie lang dieses Video wird, vielleicht sind es auch zwei Teile, ich habe keine Ahnung. Ich denke auf jeden Fall. Ja, ein ausführliches Video. Es war wieder mal geplant.
Zeitmanagement, das müssen wir noch ein bisschen lernen. Das müssen wir lernen, aber es ist, wie gesagt, umso ausführlicher und hier sollen auch keine Fragen offen bleiben. Apropos Fragen, wenn ihr sie habt und es sind Fragen, die wir nicht schon im Video beantwortet haben, könnt ihr sie gerne in der Videobeschreibung, nicht in der Videobeschreibung, da stehen die Links, in der Kommentarsektion könnt ihr sie stellen und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und kommt uns gerne mal in den Läden besuchen. Wir sagen vielen, vielen Dank und wir sehen uns zum nächsten Video beim nächsten Thema bei Aquadicted, eurem Aquaristik-Kanal. Vielen Dank, bis dahin und ciao. Ciao.